So, da sind wir bei Hellblade, Senua's Sacrifice. Weiter geht's. Wir haben Hellas Tor vor Augen, irgendwo da drüben. Gut beleuchtet, so wie es sein soll. Das heißt, wir wissen zumindest, wo wir hinwollen. Wir müssen aber vorher gucken, dass wir die Brücke irgendwie wieder fixen. War ja bisher nie wirklich ein großes Problem, die Brücken wieder hinzukriegen. Wir müssen nur die richtige Position, den richtigen Winkel finden, von dem wir fachmännisch gucken können, unsere Augen benutzen. Und das Ding im Prinzip dann wieder ganz machen können. Deswegen, ich gehe einfach mal ein bisschen weiter hoch. Ich denke, da brauchen wir einen höheren Punkt, von dem wir besser sehen können. Oder längere Beine, aber das ist spontan schwierig. The bridge. She can't cross the bridge. It's broken. She has to fix it. It's too dangerous. She's done it before. You have to fight on. Be powerful. The final battle. Get his soul back. It's the final task. The final battle? Oh. Okay. This isn't just a broken bridge, is it? It's schon ziemlich seltsam kaputt. Mother, you showed me how to see further. To see the hidden wonders in our world and explore new paths into the unknown. To lead nope. So that others may follow. Or to warn so that they may avoid. That is our gift and our duty. I'm not going to look away in fear anymore. Gut so. Ich frag mich nur, warum die Ladies gerade auf der Rückbank irgendwie. Nein, das kannst du nicht. Das ist gefährlich, Alter. Das ist eine. Komm schon. Was soll sie machen? Die Brücke kann man nicht mit einer Backpfeife geben, wenn sie es wollte. Ist das schon was ganz. Ah ja. Okay. She can do it. She can do it. Der vordere Teil zumindest. Ja, so ein bisschen. Ist relativ offensichtlich, wenn der Controller wildwechselnd anfängt zu rumblen und du nur denkst, okay, okay. Da muss da wohl irgendwas Interessantes sein. Also der Controller hat einen Schlaganfall, das wäre nicht so gut. Oder Schüttelfrost. Was nicht sein kann, ich habe angenehm warme Hände. So viel kann ich bestätigen. The Northmen say the world will come to an end. They call this Ragnarok. The destiny of the gods. First, there will be a terrible winter, 3 years long. Then, mankind will turn on itself. Brothers will fight each other to the death, and people will forget what they owe their kindred. Times will be hard. Crimes will be great. It will be an age of axes and swords. The wind will blow through abandoned halls. Wolves will walk where children played. The world will fall into ruin. Ist ja noch eine. Unten interessiert mich nicht, oder? Ich meine, ich muss nach oben. Oh, warte. Reicht das schon? Kann ich dann von da. Okay, wie soll ich weiterkommen? Ist die andere Frage. Ich. Kann einfach mal schauen, denn ich meine, dazwischen gibt es ja auf jeden Fall keinen weiteren Punkt. Es ist ziemlich weit. Ich meine, die gute ist nicht Super Mario, von dem her springen könnte schwierig werden. Tür geht auch nicht auf. Dann muss es da noch irgendwo einen anderen Weg geben, offensichtlich. Oder ich übersehe etwas drastisch, was ich mir aber nicht wirklich vorstellen könnte. Das sind ein Haufen kaputte Brücken. Da muss ich eindeutig von oben drauf schauen. Also komm. Kann doch keiner sagen, dass ich spontan lange Beine, Giraffen, Halsähnliche Beine. Ich bin dabei. Ladies, ich bin dabei. Keine Panik. Ich versuche, was ich kann. Das würde ich gern. Get to the gate, yeah, no shit, Sherlock. Was glaubst du, was ich hier mache? Manchmal weiß ich nicht, ob sie die Ätherflasche gefunden haben und einfach nicht mehr ganz wissen, was eigentlich gerade abgeht, oder ob sie einfach nicht aufpassen. Wahrscheinlich zweiteres. Hör auf zu twittern da hinten. Their watchmen will blow the horn that can be heard through the whole world. And Odin will speak with the severed head of Mimir, which gives him good counsel. The land of the giants will thunder with the sound of their army on the move. The gods will assemble. The dwarves will leave their stones. The frost giants will come from the east. The Midgard serpent will turn up the waves. Eagles will scream and tear at the corpses with their yellow beaks. The ship
of the dead will set sail. Wie excited ist der denn? Heilige Scheiße, okay? Der hat die Geschichte gelebt. Da hat er Bock drauf. Die Vögel, die haben Schnäbel. Hör mir zu, Senua, Schnäbel. Okay, Mann mit angenehmer Stimme. Das war der Teil. Jetzt gibt es aber trotzdem noch weitere Teile da hinten, sehe ich gerade. Gut, da muss ich wieder von komplett irgendwo anders drauf schauen, von da drüben wahrscheinlich. Immerhin, der eine Teil ist mal geregelt, die Brücke steht wieder soweit. Nicht ganz. Ich würde sie noch nicht freigeben. Oh, fuck. Surprise. Hab ich gerade Surprise gesagt? Oh, Jesus Christ, Surprise, Buttsex. Wäre unangenehmer. Als der Typ, der sich erstmal durch Asche ankündigt. Ich bin dabei. Oh, da ist noch einer. Der es nicht haben kann. Einer mit dem Schild. Digga, warte, warte. Ich komme gleich zu dir. Ich zeig dir, wie man lebt. Beziehungsweise, wie das Leben von dem Typ mit Schild aussieht. Bei mir der Bash, der Schlag, die heftige Combo, der Tritt. Ich glaube, ich trete. Ja, treten ist gut. Vielleicht doch. Kein Problem. Die Typen mit dem Schild sind so billig. Das ist unglaublich. Das ist ja gar kein Problem, wenn man mit der Suppenkelle ankommt und denkt, ich muss Respekt vor ihm haben, weil er 20 cm größer ist und einen Pimmel zwischen den Beinen hat. Komm schon, Digga. Du glaubst nicht wirklich, dass mich das in irgendeiner Weise interessiert. Schneide ich dir den Schnippel halt auch noch mit ab. Und Dinge, die passieren können. Okay. Oh, oh, okay. Ist er nicht. Ist gelabert. Er ist größer, hat einen Bierbauch. Ist um einiges schwerer. Das heißt, wenn er auf meiner Brust sitzen würde, wäre es unangenehm. Das sind aber doppelt so viele Waffen wie ich. Ich kann ja auch nicht die Waffen meiner Frau einsetzen. Bringt bei dem Typen nicht viel. Oh, das war's schon. Ja. Er ist ein besserer Kämpfer. Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Klappe halten. Wer ist damit? So langsam nerven die Tussis da hinten. Die labern nur Scheiße. Manchmal waren sie hilfreich. Zum Beispiel, benutzt deinen Fokus. Denk dran, Digga, benutzt deinen Fokus. Aber komm schon. Bist du wirklich sicher, dass der Typ besserer Fighter ist, nachdem ich 12 davon getötet habe? Wo bin ich denn hier gelandet? Ist das was Neues? Ah nein, weil das war die Geschichte mit dem Kollegen, der auf Schnäbel steht. Ich erinnere mich dran. Hey, ich habe eine tolle Seele. Die gebe ich auch nicht her. Also nicht euch zumindest. Definitiv nicht. Kannst du vergessen, Mann. Da hättest du schon vor einer ganzen Weile die Klappe halten müssen, dass ich auch nur ansatzweise drüber nachdenke, dir meine Seele zu geben. War ich hier schon? Ich weiß es nicht. Ich weiß es ganz ehrlich nicht. War ich da unten schon? Komm ich daher? Möglich ist es. Ich gehe trotzdem noch. Es ist ein anderer Tag. Ich weiß nicht mehr, ob ich da unten war, wenn ich ehrlich bin. Wenn ich jetzt 10-mal im Kreis laufe, gehe ich einmal runter und schaue und merke dann, jopp, da komme ich her. Wir kommen noch weiter, glaub mir. Wenn sie fällt. Keiner wird hier fallen. Keiner wird hier fallen, Ladies. Das ist nicht der Plan. Also, ich werde nicht fallen. Andere Leute werden fallen. Viele Leute werden fallen. Okay, vergesst meine erste Aussage. Einen ganzen Haufen Leute werden fallen. Ich bin keiner davon. Ich denke, so kann man sich's im Kalender markieren. Der Tag, an dem Senua nicht gefallen ist. Okay. Ich meine, da vorne ist noch ein Teil von der Brücke, der nicht ganz ist. Ich gehe jetzt trotzdem mal drauf und schaue, ob ich von da vorne dann irgendwie ein bisschen besseren Überblick kriege, von wo ich den dann fixen kann. Irgendwo von rechts oben, glaube ich. Was ist eigentlich das da? Kann ich... Oh, da kann ich von hier wieder irgendwas ganz machen. Der Eingang. Das erklärt einiges. Okay.
Von dort können wir wahrscheinlich nach oben kommen, um dann den restlichen Teil der Brücke wieder ganz zu machen. Bob, der Baumeister-Style. Natürlich schaffen wir das. Blöde Frage. Habe ich Beine? Ja, bin ich müde? Ein bisschen. Die Treppen komme ich noch hoch. Von dem her wird die Brücke auch gleich wieder ganz sein. Natürlich muss ich meinen Eingang bauen mit meinen Augen. Macht doch Sinn. Können eure Augen keine Spitzhacken halten oder was? Würde ich umtauschen. The Northmen say that at Ragnarok the gods will face a ship full of their foes, which Loki has steered to Asgard. Oh. It carries the fire giants, the wolf that will eat the sun, and all kinds of dark creatures. Surt will join them with his sword of fire. The cliffs will crash. Trolls will walk the land. Men will tread the road to hell, and the heavens will split open. Ich meine, Trolle streifen schon das Land. Die meisten haben ein Smartphone dabei mittlerweile. Bisschen anders als die Trolle, die du wahrscheinlich meinst und kanntest. Vom Prinzip her aber genau der gleiche Abschaum. Die Haut ist nicht grün. Aber sie sehen ähnlich aus. Warte, aber ich jogge nach oben. Da oben sollte auf jeden Fall dann die letzte Position sein, von der wir die Brücke dann endlich ganz machen können. Ist der Kopf noch da? Ich glaube. Ich habe für den Kopf verdammt hart gekämpft. Mit der Bestie. In der Dunkelheit. In der ich nicht hätte sein sollen. Ich habe es trotzdem irgendwie überlebt. Wie der flinke Daumen mich gerettet hat. Oh, das ist nicht gut. Ich habe es schon befürchtet, dass irgendeine Scheiße auf... Oh, Jesus Christ. Himmel folgt mit seinem Angriff. Muss ich ein bisschen mehr Abstand halten, wie es aussieht. Jupp, der Schlag von oben. Der sieht halt auch schon so aus, als wenn er mein Gesicht zermatschen würde. Es ist nicht so, dass ich überrascht bin, dass es wehgetan hat, als er getroffen hat. Hinter mir. Hey, endlich mal wieder was Hilfreiches. Zwei davon. Ich meine, das ist nicht wirklich hilfreich. Da ist er down. Und der andere weiß noch nicht so wirklich, ob er anfangen darf. Gut so. Erstmal ein bisschen fokussieren und gucken, dass ich mehr Damage reinkriege. Es dauert halt auch länger, bis endlich mit seinem Angriff fertig ist. Noch länger. Der Winning. Er macht einen Treffer. Oh mein Gott. Ich glaube, ich fahre echt den Blindenbus. Kann das sein? Wie ist mir das bisher noch nicht aufgefallen? Dass sie alle nicht so ganz aufpassen. Habe ich nicht vor. Ich fange einfach sein Schild mit meiner Brust. Ja, echt jetzt. In der Asche. Oh, ich habe Fokus. Plötzlich war er da. Ich habe keine Ahnung. Ich habe da noch ein bisschen Fokus in der Tasche gefunden. Wo ich mitgewaschen habe. Der ist noch gut. Völlig egal. Das ist qualitativ hochwertiger Fokus. Wenn ich irgendwie durch eine Waschmaschine kaputt geht. Oh, das war's schon. Ich hätte noch so viele Möglichkeiten gehabt, euch dumm dastehen zu lassen. Oh gut, müssen die Nächsten dran glauben. Und da können wir gleich die Brücke wieder ganz machen. Schön, das heißt, jetzt können wir durch Hellas Gate gehen, oder zumindest mal an Hellas Gate gehen, anklopfen und hoffen, dass wir das Passwort richtig erraten. Oklahoma? Ich weiß es nicht. Vielleicht ist das Passwort Oklahoma. Ich habe auch Seegurke. The Northmen say that each god will do battle at Ragnarok. Odin will fight the monstrous wolf and be killed, but his son will avenge him and plunge his sword into the heart of the beast. Freyr will face Surt, but he had given his sword away for love, and without it, he cannot defend himself against the flames. Thor will smite the Midgard serpent to no avail. The sun will grow black. The earth will sink into the sea. The stars will disappear. Fire and water will meet. Steam will shoot up. Flames will play against the sky. The heavens and earth and all the world will be burned. All the gods will be dead. And the warriors of Valhalla and the people everywhere. Senua, prepare yourself for Ragnarok. For it is nigh.
Es klingt nicht wie Spaß. Warum gehen wir nicht einfach nicht hin? Hey, Digga, hast du gehört, da war Ragnarok und keiner ist hingegangen? Stier. Alle Götter und Krieger leben noch, weil sie klug genug waren, nicht auf die Straße zu gehen. Während Purge ist. Was willst du denn eigentlich? Wir haben gerade erst angefangen. Wie endet? Genauso Leute, die irgendwie zu Besuch bei jemandem sind, 10 Minuten da sitzen und sagen, okay, wann gehen wir heim? Digga, what? Chill mal. Warum konntest du den Fleischsack, den du Körper nennst, nicht gleich zu Hause lassen, wenn du keinen Bock hast? Was machen wir hier nicht? Frauen mit großen Äxten treffen. Den Fokus benutzen? Ich weiß ja nicht. Könnten wir schon machen. Es macht eigentlich auch so Spaß, auf ihn einzuhacken. Okay, der war ja absolut gar kein Problem. Behalte ihn erstmal. Falls der Kollege sich hier plötzlich in Asche verwandeln sollte. Ich finde es ein bisschen schade, dass ich nicht von der Brücke treten darf. Das wird mir den Tag noch ein bisschen versüßen. Kann ich? Oh shit, ich kann! Amazing! Das macht das Spiel jetzt nochmal um so vieles besser. Alte Wikinger von der Brücke treten. Komm schon. Es klappt. Oh, fuck. Es tut mir leid, ich hatte zu viel Spaß. Dann muss der Fokus raus. Passiert sowas schon mal? Mehr davon. Shit, das ist ein ganzer Haufen, der da gerade plötzlich auf der Brücke auftaucht. Ich finde es halt. Ich meine, es war einfach das Kampfsystem einfach so heftig, dass du aus jeder Attacke im Prinzip raus dodgen kannst. Bin dabei. Ich bin dabei. Ich bin noch am Leben. Alles gut, alles gut. Chillt, Ladies. Ich meine. Wie oft wäre ich schon tot gewesen in Dark Souls, weil ich einfach nur schwingend in der Mitte stehe? Es kann manchmal klappen, meistens nicht. Wer soll hinter mich kommen? Ganz genau, deswegen sind wir da. Jetzt hoffe ich nur, dass die Tür auch aufgeht. Sieht gut aus. Was ist das denn? Eine große Trommel? Das ist eine gewaltige Bassdrum? Ja genau, wie als wenn ich jetzt umdrehen würde. Nach all dem Schmutz, der auf meinen Klamotten ist. Nach all den Aschefiguren, die ich enthauptet habe, von der Brücke getreten. Einen. Ja, mindestens mal einen. I'm sorry. I didn't ask you to be a part of me. If you don't want to die with me, then leave me alone. I don't want to die, please. Habt ihr nicht zugehört? Geht, wenn ihr keinen Bock drauf habt. Jetzt gibt's wirklich kein Zurück mehr. Ich meine, wir sind durch die Bassdrum gegangen. Oh, das ist ein Spiegel. Okay. Senua through the looking glass. It's not like the old stories, is it? The noble warrior facing evil in search of victory and honor.
clear dividing lines. No. This place is not quite like that. It's as if it knows that true torment lies within. Memories you cannot defeat. Cannot escape. This is her hell. She has nothing to fear anymore. The gods have saved your mother. Through my hands. You killed her. It is the will of the gods. Fuck the gods! You did this to her! Why? This is what happens when you listen to the voices of the underworld. They crawl into your soul and rot you from the inside. Defy the gods like your mother, and the darkness will come for you too. You understand, son? Madness. I was just a child. You created this darkness. You created this darkness so you could hide behind it. Woe. Only suffering brings salvation. It is the way of the gods. It was all a lie. You are alive! She didn't defy the gods. Muss ich ihr zustimmen? She defied you! And so you killed her! You didn't pray to the gods. Können wir ab in Krieg? You prayed to your mother. Your mother, who was too weak to fight the darkness and abandoned you. You tortured her! You killed her! You are the darkness! Oh! Alter, selbst der Boden kann deinen Mundgeruch nicht leiden. The years of isolation, the pain that still haunts you. It was the only way to fight the curse within you. You're a liar. The darkness is inside you and it will destroy you. You're a liar! No, Senua. The darkness is here. You can't wish it away. And it will watch as you draw the last dying gasp. I won't let you kill me! Dito, ich werde dir auch helfen, dass sie nicht drauf geht. Leute, ich würde sagen, wir machen einen kleinen Cut rein. Das sieht nach Endspurt aus. Wir sind auf jeden Fall gefordert. Und der Typ will mich auf jeden Fall haben. Deswegen würde ich sagen, lasst ihn uns klatschen beim nächsten Mal. Freut euch auf die nächste spannende Folge.
wahrscheinlich letzte Folge Hellblade, Senua's Sacrifice. Wenn euch es bitte gefallen hat, Daumen hoch, lasst mir einen Kommentar da. Bis dahin, haut rein.